zwar die nächste Quest. Aber was hatten wir vor? Ah, warte mal, wartet sie hier nicht etwa mit dem Essen? Ich dachte, wir chillen jetzt am Meer. Ja, können wir auch machen. Upsi. So. Ich kann heute leider fast gar nicht aktiv im Chat sein. Ich muss Küchenbouclette fertig machen. Weil morgen früh Abgabe ist. Alter, ja, ist alles gut. Wäre auch viel chillen. Geht mir leider auch so. Hab noch eine Auftragsarbeit. Und muss. Die muss raus heute. Küchenbrot, ja, Küchenbrot. ich will jetzt backen. Gut. Ich tu dir keinen Zwang an. besorge Hirschfleisch. Aha. Okay, wir machen es halt mal ein bisschen chilliger und holen uns mal Hirschfleisch für dieses Dinner von dem Typen. Wobei, der wollte ja was von uns, ne? Aber können wir das auch absagen, so wie beim anderen? Weil ich schau mal kurz. So. Ich hab dich einfach nebenan laufen. Ja, ich lauf gerne neben dir. So. Verdammt und so. Cassandra bekommt den Auftrag. Ja. Aufgabe und übertragen ist zusammen Auftrag. Erkläre die Korinthin für immer. Achso, ja, das ist die eine, genau, die wir kutschieren müssen. Gut, dann entferne und eliminiere den Zweig des Auges des Kosmos. Ja, ne, das machen wir ja mit links. Ja, war doch irgendwo eine Anzeigetafel, genau. Eine Nachrichtentafel. Die werden wir dann mal kurz anschauen und vielleicht gibt es da was Lustiges. Die stellen keine Fragen. Ich bleib hier unten. Okay, dann geh ich mal runter. Also, Kopfkämpfer spartanisches Schiff mit 8000 Meter Entfernung. Klinge der Gerechtigkeit. Plagge angefallen, Krieg ist ein bla bla blub. Eine Stufe 25 habe ich. Ich setze einen Kopfkämpfer auf den Spartaner aus, der meine Schwester ein Leid angetan hat. Ich sage ihm die Zähne ein, bis er dran erstickt. Das sieht doch gut aus. Ist zwar auf Zeit, aber... Aber das sieht gut aus. So, 1000 Meter nach da. Gleitschutz? Hoch so Ross. Warte, schau ich gerade in die richtige. Wo ist das hin? Ah, hier. Okay, habe ich da schon einen Speed Point? Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also ich könnte hier hingehen. Also auf jeden Fall am nächsten dran. So. Da drüben ist es. Ich sehe es genau. Wir können ja jetzt schon unser Pferd holen. Sehr schön. So.
Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ja, ist egal. Was läuft der da vorne rum? Was rennt der da weg? Okay. Hier ist, Oh! Los! Ach komm, du... Und los! Das ist Stoff, du kannst... Das ist anscheinend steinhafter Stoff. Kletter? Oder die Klette? Also die Klette? Also... Da stand der. Kletter. Aber ein Kletter macht doch überhaupt keinen Sinn. Oh, ein Esel! Komm schon! Ich finde der Esel voll süß. So. Komm ich da querfällt ein... dahin? Probieren wir mal. Das wollen wir mal probieren. So. Es ist eine Quest, die einen Stein mit dem besonderen Stein haben. Dass hier überall Edelsteine liegen, ist halt echt lustig. Muss ich den wirklich töten oder muss ich den verprügeln? Also verprügeln ist nicht so mein Ding, aber töten? Warum nicht? Weil der hat offensichtlich was Böses mit der Frau oder der Schwester oder so gemacht. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ach so. Okay. Es ist zum Tod! Für Zeit! Ja, das hat jetzt nicht geklappt, aber ich wollte mal wieder reinkommen, also deswegen habe ich den offenen Kampf gesucht. Wenn ich einen Teil drücke, macht das nicht. Jetzt zum Beispiel. Ja, vielleicht Tobi, weil es in Tobi ist. Ach, der Tobi manchmal, ne? Manchmal ist der echt ein bisschen langsam. Ah, gut bestätigt. Ah, dann mache ich das mal kaputt. Was stehlen wir? Blütenhelm. Ah, der sieht ganz nice aus. Sieht ganz nice aus. Aber wir haben natürlich die besten Waffen, die es gibt. Also da gibt es nicht viel, was dagegen spricht. Dreizack. Komm, wir nehmen mal den Dreizack. Das ist lustig. Nehmen wir auch. So, neue Quest. Genau, das haben wir jetzt gemacht. Wir gehen jetzt mal wieder zurück nach Athen. Because da waren 2 oder 3 Ausrufezeichen. Und weiter. In 9 Tagen kann ich auch endlich wieder zocken. Ich weiß ja. Minja, Skyrim und Alexia. Oh. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Oh ja. Ich find's gerade auch sehr, sehr cool, dass ich ja wieder streamen kann. Ich hab ja letzten Freitag auch wieder ausfallen lassen. Weil ich glaube, ich habe bis 11 in der Nacht durchgearbeitet. Donnerstag auch, das ist noch nicht so geil. Aber was zum Badmut, ne? Aber ist, ja, so zu streamen macht schon Spaß.
muss dann heute auch eigentlich nach dem Stream noch 2 Let's Plays aufnehmen, aber ich glaube, das lasse ich ausfallen, weil ich bin etwas müde. So. Ja genau, ich will nochmal zum Schmied. Ich muss nochmal zum Schmied. Pass auf, wo du hinreitest. Ich kann dir gerne helfen, besser zu werden. Ach ja? Gibst du mir Nachhilfe in der Hand? Bist ein freundlicher Söldner. So, Kopfgeld für meine Tochter. Ich bezahle zu viel an den Stadtstaat, um mich von dieser Tochter der Artemis auf meinem eigenen Land bedrohen zu lassen. Wenn die Soldaten schon nichts dagegen unternehmen, dann vielleicht ein Söldling. Der wird von der Tochter der Artemis, also von einer Tochter der Artemis. Okay, schauen wir mal. Preis der Freiheit. Ich brauche jemanden mit Muskeln, der einen Glücksspieler erledigt. Es gibt Belohnung. Ist das das, was wir schon abgelehnt haben? Könnte sein, ne? Das könnte sein, aber ich nehme es mal an. Und schauen dann mal, was das so gibt. Gesundheit. Wir verkaufen nur die besten Waren. Ja. Aber manchmal geht's halt nicht anders. So, verbessern 10 kritischer Schaden von 762 zu 870. Das ist nice. Das ist gut, das ist gut. So, gut, das war das. Achso, kann ich meinen Bogen verbessern? Ja, kann ich. 715 von 500 war es, oder? Ne, 600. Mhm. So, das können wir auch verbessern. Ne, können wir nicht. Wir haben kein Leder mehr. Das können wir noch verbessern. Aber an sich brauche ich das gerade nicht. Das hat ein Gravurt. Haben wir schon alles? Den will ich behalten. Weil der schon ziemlich cool ist. Seltener Hinweis. Oh, das behalte ich mal. Habe ich noch nicht durchgelesen. Kann man das durchlesen? Ich weiß es nicht. Sollte man das durchlesen? So, sehr schön. 15.000 ist nicht viel. Auf bald dann! Ja, auf bald. Sehr schön. Was wollte ich jetzt schon? Ah, genau. Gestohlene Ware. Zeitenwechsel. Brief eines Schmugglers, Brief in keinem. Diese Notiz enthält umfassende Informationen über einen verfolgten Söldner. Wert 320. Kann ich damit was machen? Oder ist das nur zum Verkaufen da? Dieser komische Söldner-Hinweis. Blitz und donnert. Das ist echt lustig, weil hier regnet es und im Real Life regnet es auch gerade draußen. War schön. Aber wie war der Satz? Ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Irgendwie so cool. So. Ah, der ist schon wieder heil. Ein schönes Pferd, Sokrates. Ja, ein sehr schönes Pferd. Ein robustes Pferd. Außerdem ein gestohlenes Pferd. Gute Bürger würden das melden. Ich hatte dich nicht für einen Dieb gehalten. Sokrates, der Pferdedieb. Ich höre schon die Gerüchteküche brodeln. Aristophanes wird es lieben. Leider wären die Gerüchte völlig aus der Luft gegriffen. Obwohl ich gern wüsste, ob du meinst, dass man sie trotzdem erzählen sollte, sobald man die Wahrheit kennt.
Wie lautet die Geschichte? Ein Mann in der Nähe ist verantwortlich für den Pferdediebstahl. Ich habe bereits über die nächsten Schritte nachgedacht. Doch ich wüsste sehr gern, was du für das Richtige hältst. Hatten wir das nicht schon? Es kommt mir ein bisschen bekannt vor, wenn ich ehrlich bin. Ich entscheide, was recht ist. Ich habe zu tun. Ja, komm. Und wie soll ich diese Entscheidung treffen? Mach dir dein eigenes Bild. Es könnte helfen, wenn du selbst mit dem Dieb sprichst. Kann so ein Verbrechen gerechtfertigt sein? Ein interessanter Gedanke. Wo ist der Dieb jetzt? Ich sagte ihm, er soll bei den Ställen im Südwesten warten. Wenn du ihn beim Pferdediebstahl erwischt hast, was hält ihn davon ab, einfach zu fliehen? Die Hoffnung, das Pferd zu behalten. Und da kommst du ins Spiel. Den Rest soll er dir selbst erzählen. So was Ähnliches hatten wir doch schon. Sollten wir doch, also jetzt, ich glaube nicht mit, ja, vielleicht nicht mit dem Pferd. Aber mit etwas Ähnlichem, also dass wir einen Dieb. Erwischt haben, beziehungsweise er. Und dann sollten wir entscheiden, ob wir ihn anklagen wollen oder nicht, weil der hatte, glaube ich, gute Gründe. Das ist halt immer diese Frage, ne? Gerechtigkeit über alles oder so, ja. Es gibt halt nicht nur schwarz und weiß, ne? Das sieht man sehr gut in den Orient Express, ne? Habe ich neulich gesehen. Oder wieder gesehen. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Ah, so gut. Entschuldigung, ich schaue euch nicht an. Wo ist denn der? Der ist da. Aber ich muss da rein. Weiß nicht, als Turbinator hatte es schon und ich hatte es schon, deswegen weiß ich nicht, ob du schon hattest. Ja. Also die Quest kommt mir sehr bekannt vor, deswegen weiß ich jetzt auch nicht. Aber das ist der Dieb. Du entkommst mir nicht. Wieso rennt der denn? Tja, egal. Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte dich nicht. Zum Glück habe ich einen Peilsender bei dem Dieb aktiviert. Ist immer sehr praktisch, wenn die einen Peilsender haben. Na du, renn doch nicht weg. Woher weißt du, dass ich dich verfolge? Ach, da musst du zu den Stellen, okay. Bist du der Pferdedieb? Sokrates sagte, ich soll mit dir reden. Erwischt zu werden ist schlimm genug, aber dass jetzt schon Söldner über mich richten. Besser ich als eine Athener Wache. Was hast du zu sagen? Der Mann, dem es gehört, wird es nicht mal vermissen. Er hat jede Menge Pferde, während mein einziges gestorben ist. Wenn ich genug Geld hätte, dann hätte ich mir eins gekauft. Warum hast du das Geld, das Pferd gestohlen? Ja, hat er doch gerade gesagt. Willst du das Pferd jetzt benutzen oder verkaufen? Ich muss eine Familie ernähren und dieses Pferd wird mir auf dem Acker helfen. Außerdem ist es mein einziges Transportmittel. Gab es keine andere Lösung? Mir fällt keine ein. Glaube mir, ich schäme mich für diese Tat. Gibt es einen Grund, warum du dieses Pferd gewählt hast? Es war am leichtesten zu stehlen. Das ist alles. Ich habe nur aufgepasst, nicht sein bestes Pferd zu nehmen. Ein rücksichtsvoller Dieb. Ich stehle nicht zum Spaß. Ich tat es, weil ich keine andere Wahl hatte. Das ist meistens so. Ich glaube, ich kann jetzt meine Entscheidung treffen. Ich hoffe, du verstehst mich. Würdest du nicht dasselbe tun, wenn es um deine Familie ginge? In der Tat. So, also. Ja, Kamera. Tja, ich bin auf seiner Seite. Ja, natürlich. Ja. Also, ich meine,
Ja. Jeder wäre, glaube ich, auf seiner Seite. So, am besten wäre es, glaube ich, gewesen, wenn er zuerst gefragt hätte, wobei das ein bisschen auffällig gewesen wäre, wenn dann ein Pferd fehlt, ob er es halt leasen kann, also leasen damals, ne? Also, dass er es halt zurückzahlen kann. Ja, aber wäre ein bisschen auffällig, ne? Hast du schon entschieden, was zu tun ist? Ja, natürlich. Er soll das Pferd zurückgeben, er soll das Pferd behalten, ich brauche mehr Bedenkzeit. Nein. Wenn er das Pferd dringender braucht als der Mann, dem es gehört, soll er es behalten. Ihm würde es mehr nützen. Ob ein Verbrechen bestraft oder belohnt werden soll, hängt also von den Gründen für das Verbrechen ab. Ein faszinierender Gedanke. Aber ich sehe auch die Gefahr dieser Einstellung. Die eigentliche Frage ist, ob meine Meinung eine Rolle spielt oder ob du nur sehen wolltest, was ich tun würde. Es kann gut sein, dass beides zutrifft, aber es kann auch keins von beiden zutreffen. Jetzt redest du absichtlich Unsinn. Lass mich noch eine Frage stellen. Wenn ein Mensch einen anderen tötet, um viele zu retten, wäre die Tat dann gerechtfertigt? Oder muss er bestraft werden? Ja, schon wieder diese Frage, ne? Einen töten, um viele zu retten. Er sollte bestraft werden, sein Handeln mal gerechtfertigt. Aber warum sollte man, also warum sollte der Tod eines Einzelnen viele retten? Also ist es, weil er böse ist? Oder ist es, weil er krank ist und alle anderen anstecken würde? erlebnisfrei erfunden. Vor allem als Söldner töten wir für ein paar Drachen, da wäre das super weird, wenn jetzt Moral ist zu hoch. Ja, das stimmt. Ich würde sagen gerechtfertigt, aber kommt immer auf die Situation drauf an. Ja, ganz genau. Also Hitler zum Beispiel, ja. Das kennt ihr die krasse Geschichte mit Hitler? Der war ja im Ersten Weltkrieg und der war an der Front gegen Britannien, also an der deutschen Front gegen britische Front, und sein Platoon wurde überfallen und genau, er wurde verletzt und dann hat ihn ein britischer Soldat entdeckt und hat ihn gerettet, also hat ihn verarztet und er wieder zurückgeschickt, so ungefähr. Und das ist halt dann schon krass, ne? Also, wenn der nicht so hilfsbereit gewesen wäre, dann wäre vieles anders gelaufen. Schon krass. Sein Handeln war gerechtfertigt, aber wie gesagt, es kommt auf die Situation drauf an. Wenn die Tat aus einem guten Grund geschah, dann war er im Recht. In solchen Zeiten sollen also Bürger wie wir entscheiden, was Recht ist. Viele würden sagen, ein Mord müsse trotzdem bestraft werden. Die Leute, die er gerettet hat, sehen das anders. Dann sind vielleicht die Entscheidungen richtig, die für die meisten Menschen Gutes bewirken. Stimmst du dem zu? Sind wir fertig? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Natürlich nicht. Diesen Luxus haben die wenigsten. Und denen, die genug Zeit hätten, mangelt es oft an der geistigen Kapazität für solche Dinge. Alles klar. Alles klar. Das ist die Reaktion. Ah, Cassandra. Die ist schon cool. Tja, hätte die Kunstakademie ihn einfach aufgenommen. Ja. Ne, warte mal. Ja, nee, ich habe es trotzdem eine. Ja. Alles klar. So gut. So gut. So. Jetzt ist hier was. Geleitschutz. Das sollte ich ja dann die hinbringen. So.
bei ihr kriege ich voll die Geralt-Vibes. So schön trocken. Nuscheln bringt nichts. So. Was haben wir denn hier bekommen? Die Rüstung ist also besser. Denke ich mal nicht. Das war ich zu bezweifeln. So. Na, darum. Wir gehen jetzt einmal nochmal zur Anzeigetafel. Schauen wir mal. Bei der waren wir schon, ne? Ja, bei der waren wir schon. Egal, ich schaue trotzdem mal. Vielleicht ist was Neues dran. Ne, ist nicht. Gut. Dann machen wir mal die Quest, die wir noch haben. Von den Göttern verlassen. Das ist irgendwie genau. Wir können eigentlich mal den Eber machen. Wir können doch mal den Eber machen. Klar, wo ist der Eber? Wenn wir den Eber machen, dann bekommen wir einen Bogen. Das weiß ich noch. Deswegen wollte ich den Eber so schnell wie möglich machen. Wo ist der Eber? Irgendwie das kostenlos? Nee, das überzeugt mich nicht. Nicht der spartanische Dinger. Gewinne Schlacht für Athen. Auch für Athen. Zerstöre Athener. Schiffe. Pirateninsel. Wo ist der Eber? Schaltet die Tochter der Artemis aus. 400 Meter.